City! Unsere Zeit ist gekommen. In wenigen Stunden brechen wir das Joch der Unterdrückung für immer. Nie mehr Regie, nie mehr Justice League. Heute erkennt die Welt ihren neuen Meister. Die Society! Zeigen wir der Welt, dass wir allen überlegen sind. Heute zwingen wir alle, die sich gegen uns auflehnen, in die Knie. Wenig Selbstbewusstsein, das Problem kennt er nicht. Das sind mehr als nur ein paar Society-Mitglieder. Das sind alle. Sie gehen hinein aus der Sichtweite der Soldaten. Harley, halt den Jet warm. Auf unser Zeichen holst du uns raus. Du trägst ziemlich dick auf, Grodd. Hast du Supermans Schreiber angeheuert? Soldaten müssen anständig motiviert werden, damit sie bereit sind, ihr Leben zu opfern. Hass ist der immerwährende Motivator. Richte diesen Hass nicht auf uns. Oder diese Society ist Geschichte. Solange wir ein gemeinsames Ziel haben, Captain Cold, hast du nichts zu befürchten. Du meinst, solange wir deinen Befehlen folgen. Bericht, Deadshot. Sind bereit aufzubrechen. Braves Hündchen. Jetzt sag es den anderen. Cheetah, Cold, ihr bildet die Vorhut. Wir haben diese Ladung schon im Todessumpf verloren. Ich hoffe, dein stiller Partner bringt es trotzdem. Vielleicht solltest du die Identität dieses stillen Partners ausspucken, wo wir uns so auf ihn verlassen. Oder sie. Er wird sich bald offenbaren, aber erst... Aber zuerst ein paar Worte von den tapferen Helden. Ich bin die Tapfere, oder? Ich habe nicht den Mut zu widersprechen. Die Saboteure vom Todessumpf nehme ich an. Kümmert euch darum. Lasst mich zuerst dran. Du verrätst uns erneut, Selina? Wie konnte Bruce dir jemals vertrauen? Ich habe 9 Leben deiner. Ich bin nicht in allen eine Verräterin. Viel zu den 9 Leben. Oh, ziemlich anmutig, Ollie.
Einer lenkt ihn ab und der andere knipst ihm die Schläuche durch. Autsch. Seine Venom-Schläuche, Olli. Wie nett von Batman, seine Handlanger zu schicken. Ich schicke euch ihn gern zurück. In Leichensäcken. Ich lenke ihn ab, du übernimmst das Schnippel. Dein Rückgrat wird brechen. Wie der Pfeil. Jetzt hast du es geschafft. Das war mein Lieblingspfeil. Ich erwarte endloser Schmerz. Jetzt! Nein! Wo ist jetzt dieser verfluchte Affe? Zu euch kurz vor der Dunkelheit. Dr. Fate? Kleiner Lance, Oliver Queen. In der Vergangenheit habe ich euch vor Gefahren geschützt. Doch eine schwere Krise naht. Und ich weiß nicht, ob ich sie aufhalten kann. Meinst du Grodd und seine Kumpanen? Die haben wir im Griff. Grodd ist nur der Lakai eines mächtigeren Meisters. Eine neue Ordnung steht bevor. Ich habe es vorher gesehen. Kommt mit mir, solange ich euch noch retten kann. Falls das stimmt, bleiben wir hier. Batman braucht uns. Alles euch Vertraute wird den Tod finden. Ich führe euch in Sicherheit. Das erspart euch dieses Schicksal. Mit Gewalt, falls es nötig ist. Der gute Doktor hat diesen Helm zu lange getragen. Dann helfen wir ihm da raus. Gib mir Deckung. Oliver Queen, du musst von der Erde flüchten, bevor sich dein Schicksalsfaden auflöst. Das würde ich ja gerne. Aber ich gehorche nur Ihren Befehlen. Köcher ist noch nicht leer. Das ist jetzt peinlich.
Dieser Tag wird immer seltsamer. Kent, alles okay? Dein Helm hat dir echt den Kopf verdreht. Ich verlor die Kontrolle über Naboo, den Geist des Helms. Dank euch habe ich wieder die Kontrolle, fürs Erste. Ich muss meine Meister um Rat bitten, die Herren der Ordnung. Betet, dass sie einschreiten, bevor es zu spät ist. Zu spät wofür, Kent? Was passiert hier? Die Magie der Herren hindert mich, mehr zu sagen. Ich habe das Schicksal zu oft verändert. Das Los dieses Planeten ist nicht mehr eindeutig. Was als Nächstes kommt, können einfache Sterbliche nicht stoppen. Was auch geschieht, euer Schicksal liegt in den Händen der Götter. Das war komisch. Ja. Suchen wir Grot und verschwinden wir von hier. Unsere Gastfreundschaft hat Grenzen. Wir verschwinden gern, aber du kommst mit uns. Als wenn entsprechender Affe nicht genug wäre, jetzt auch noch Telekinese. Dieser Möchtegern-Tyrann gehört mir. Dein Gehabe ist nur leeres Geschwätz, Canary. Wie der Rest deiner Art wirst du bald vor mir knien. Knie? Vor Grot? Das klingt völlig absurd. Schöne schlägt das Biest. Weißt du was? Deswegen liebe ich dich. Das hat wirklich geklappt. Verschwinden wir und bringen wir Harley hier raus. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn sie beim Anlegen der Handschellen kichern. Menschen. Den Kampf habt ihr gewonnen, aber den Krieg habt ihr bereits verloren. Verfluchter Mist. Mir fällt nichts ein. Euer Sieg über Gorilla Grodd bedarf weiterer Nachforschung. Grüne Haut. Ich wette, er ist ein Alien. Ein Marsianer? Wie John Jones?
Mein Ursprung liegt tausende von Lichtjahren vom Mars entfernt, auf dem Planeten Kulu. Ich bin Brainy. Bitte! Ursache und Wirkung. Widerstand gebärt Gewalt. Wir wehren uns nicht mehr. Bitte, hör auf! Du bist die schwere Krise, vor der wir gewarnt wurden. Was willst du hier? Ich suche denjenigen, den ihr Superman nennt. Jahrelang glaubte ich, ich hätte Krypton zerstört und all seine Überreste. Supermans Überleben ist ein Versäumnis, das ich korrigieren muss. Superman ist kein Freund von uns. Ist mir bewusst. Aber euer Planet hat meine Neugier geweckt. Die vielen Widersprüche sind faszinierend. Wir werden dir niemals dienen. Dienen? Ich bin kein belangloser Despot. Ich sammle Welten. Ihr wesentliches Wissen. Erweitere meinen Verstand. Und dann entsorge ich die Überreste. Wieso? Eure Spezies wertschätzt Edelmetalle. Nichts als willkürliche Statussymbole. Ich schätze Wissen wert. Und wie euer Edelmetall ist Wissen umso wertvoller, je seltener es ist. Brother Eye, gib mir ein Update zu dem Team in Gorilla City. Das kann ich nicht, Bruce Wayne von der Erde. Wieso nicht? Weil ich nicht Brother Eye bin. Ich bin Brainiac. Du erlangst die Kontrolle nicht. In den letzten Tagen habe ich Brother Eye in mein neurales Netzwerk absorbiert. Er ist nun eine Erweiterung meines Geistes. Du, ein schwächlicher Mensch, hast einen vollständig entwickelten männlichen Kryptonier gefangen. Vielleicht bin ich gar nicht so schwach. Um das zu tun, hast du fortschrittliche Technologien genutzt. Nanotechnologie, Satellitenkommunikation, interdimensionaler Transit. Ich nehme dir diese Werkzeuge. Wieso? Der Kryptonier gehört mir. Und bald auch dein Planet. Große Hera. Wo sonst außer Metropolis? Gotham, Peking, Moskau. So viele Städte, alle gleichzeitig. Wer ist das? Wer, Kara? Wer ist das? Wir müssen Kerl holen.
Sofort! Ah, du trägst den Anzug. Bin ich in Schwierigkeiten? Brainiac, was weißt du über ihn? Woher kennst du diesen Namen? Du hast Angst vor ihm. Er marschiert ein. Er sagt, du würdest ihm gehören. Brainiac hat meine Eltern getötet. Er hat Krypton vernichtet. Das hast du nie zuvor erwähnt. Wie kann ich ihn schlagen? Gar nicht. Nicht ohne mich. Ich finde einen Weg. Das ist mein Kampf, Bruce! Du brauchst mich! Bruce! Bruce! Bruce!